Ja, hallo Zworat-Freunde, herzlich willkommen zum Teil 2 des Komoot-Videos. Heute, wie versprochen, machen wir am PC weiter. Ihr habt die App gesehen. Die Möglichkeiten am Browser oder am PC sind eigentlich ähnlich. Nur von der Bedienung her ist es dann doch wesentlich komfortabler am PC. Aber gut, seht selbst, starten wir mit dem PC. Ja, schauen wir uns die Seite mal an. Vom Aufbau her gleich die Seite natürlich der App. Wir finden hier auf der ersten Seite bei dem Punkt Entdecken so ein paar sogenannte Collections, denen man folgen kann. So ähnlich wie es in der App auch aufgebaut ist. Dann kann man hier jetzt eingeben, wo man suchen möchte danach, kann die Sportart auswählen, Wandern, Laufen, Radfahren, Mountainbike, Rennrad. In Koblenz habe ich jetzt einfach mal eingegeben, wenn ich jetzt hier auf Suchen gehe. Dann zeigt er mir hier diverse Ideen an, beziehungsweise Touren. Es gibt hier oben wieder die Kriterien, die man vorgeben kann. Verkehrsmittel. Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dass wenn man jetzt eine Tour plant, die nicht gerade vor der Haustüre startet, dass man dann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Startpunkt der Tour kommt. Man kann die Tourdauer eingrenzen, den Schwierigkeitsgrad wählen, leicht, mittel, schwer oder schwer. Dann findet er jetzt hier auf Anhieb 1175 Touren rund um Koblenz. Ihr seht es hier. Traumhafter Wasserlauf, Burg Elz, Runde von Wirchem, Laacher See, Wolfsschlucht und so weiter und so fort. Also hier ist für jeden was dabei. Da wird garantiert jeder fündig. Hier oben rechts in der Ecke lässt sich dann auch der Radius eingrenzen. Wie gesagt, ich habe jetzt Koblenz vorgegeben. Jetzt suche ich nochmal im Umkreis von 5 Kilometern um Koblenz herum. Selbst da findet er 92 Touren. Wie gesagt, hier könnt ihr euch richtig auslassen, was die Tourensuche angeht. Gut, ich nutze die App eigentlich nicht so sehr, um mir jetzt irgendwelche Touren rauszusuchen, sondern speziell um die Touren, die ich mache, aufzuzeichnen und hier halt zu veröffentlichen oder hochzuladen. Trotz allem gibt es hier als nächsten Punkt den Routenplaner. Auch wieder ähnlich wie in der App dargestellt. Man kann hier zunächst mal nach einem Ort suchen. Hier kann man wieder einstellen, nur Hinweg, Hin- und Rückweg. Lässt sich die Sportart wieder auswählen. Man kann einen Startpunkt vorgeben und ein Ziel. Hier seine Fitness vorgeben. Das fängt an bei untrainiert. Geht dann weiter zu durchschnittlich, gut in Form, sehr sportlich bis hin zum Profi. Wie gesagt, mit der Einstellung gut in Form komme ich mit meinem E-Bike eigentlich ganz gut klar. Dann errechnet er eigentlich für mich eine realistische Zeit. Eigentlich könnte ich sogar noch höher gehen, zum Punkt sehr sportlich, weil ich meistens die Zeit unterbiete, die er mir hier vorschlägt. Ja, hier haben wir die Karte vor uns. Nochmal zur Erinnerung, die ganzen roten Punkte hier, das sind die sogenannten Highlights, wo einer schon interessante Orte hinzugefügt hat. Die sind auch meistens mit Foto ausgestattet. Das heißt, wenn ich mir jetzt einfach eins aufrufe, wie zum Beispiel jetzt hier in Koblenz, das deutsche Eck. So, man klickt drauf, dann kann man sich entweder dorthin navigieren lassen von einem vorher oder nachher ausgewählten Startpunkt. Man kann aber auch sagen, hier starten und kann die Tour dann dort an so einem Highlight beginnen. Dann erfahrt ihr auf der linken Seite auch immer einige Infos zu dem Highlight oder zu dem Ort. Dann gibt es hier Fotos. 45 an der Zahl,
sogar hier beim deutschen Eck. Die sind dann hier in so eine Art Lightbox dargestellt. Da können dann auch Fotos von euch auftauchen, wenn ihr hier vorbeifahrt und Fotos in der Tour mit hochlädt. Ja, wir gehen einfach mal hin und planen mal eine kleine Tour. Sagen wir einfach mal, bleiben wir doch am deutschen Eck und sagen hier starten. So, jetzt fragt er hier schon, wo soll es hingehen. Dann suchen wir uns einfach mal irgendwo was raus. Muss da nicht viel sein. Nehmen wir doch einfach mal hier diesen Trail hier als Ziel. Man klickt drauf, bring mich hin. So, jetzt zeigt er hier mir die Strecke an. Blau markiert. Dann will er noch eine Sportart haben. Dann nehme ich jetzt einfach Mountainbike. Gut in Form lasse ich so eingestellt. So, jetzt zeigt er mir hier schon an. Wird eine halbe Stunde dauern. Etwa. Natürlich immer nur alles geschätzt. Es sind knapp 6 Kilometer. Bergauf 130 Meter, bergab 20 Meter. Und dann gibt es hier immer noch so einen kleinen Text dazu. Schwere Mountainbike-Tour für alle Fitnesslevel, fortgeschrittene Fahrtechnik notwendig. Auf einigen Passagen wirst du dein Rad eventuell tragen müssen. Gut, je nachdem, wo er uns da entlang schickt, kann das durchaus sein, dass es da irgendwie, dass es Treppen gibt oder so. Dann zeigt er hier auch an die Wegbeschaffenheit, was mich da unterwegs erwartet an Untergründen. Wegtypen, Single Trail, Weg, Nebenstraße, Straße, Bundesstraße, auch wie lang die Strecke jeweils dann ist mit den einzelnen Beschaffenheiten. Es gibt ein Höhenprofil, was er hier anzeigt. Niedrigster Punkt, höchster Punkt zeigt er an. Und das Interessante ist auch, wenn ich hier der Maus mich an dem Höhenprofil entlanghangele, dann sehe ich auf der Strecke hier, auf der blau markierten Strecke, einen Punkt, der sich dann mitbewegt. So kann ich immer genau sehen auf der Karte, wo ich mich gerade befinde in diesem Höhenprofil. So, jetzt könnte ich hingehen, könnte die Tour speichern, könnte dem ganzen Kind einen Namen geben und dann taucht die Tour in meinem Profil auf. Das können dann auch die Leute, die mir folgen, können diese Tour dann auch sehen und abfahren. Ich mache das einfach mal testweise. So, jetzt will er einen Namen haben. Ich gebe jetzt einfach mal Test ein. Kann jetzt hier auch direkt schon Personen einladen oder Leute, die ich in meinem Profil als Freunde hinzugefügt habe. Die kann ich jetzt, könnte ich jetzt zu dieser Tour einladen. So, habe die Tour jetzt gespeichert als Test. Und wenn ich jetzt hier auf mein Profil gehe, dann sehe ich hier Test. Die wird immer erstmal als private Tour gespeichert. Das heißt, die kann jetzt erstmal keiner sehen außer mir. Kann jederzeit dann wieder auch so abgerufen werden. Hier stehen nochmal die Daten drin, die er eben mir errechnet hat. Auch die Karte lässt sich wieder aufrufen. Man kann die Tour auch im Nachhinein noch ändern. Man kann eine ähnliche Tour planen. Ich kann die natürlich auch teilen. Hier schreibt er dann nochmal so eine kleine Info zum Tourenverlauf. Wo geht's los? Wo geht's hin? Hier die Karte dazu, die Wegtypen unterwegs und Wegbeschaffenheit. Hier zeigt er sogar noch das Wetter an, wie es heute ist und die nächsten Tage, wie es vor Ort sein wird. Dann gibt es hier die Funktion, eine GPX-Datei herunterzuladen, wenn man jetzt mit Komoot jetzt nur eine Tour planen will. Man hat aber vielleicht ein eigenes GPS-Gerät. Dann lässt sich die Tour als GPX-Datei exportieren und man kann die Tour letztendlich dann mit einem anderen Gerät, muss jetzt nicht zwingend ein Handy sein, es gibt ja diese speziellen GPS-Geräte, damit könnte man diese Tour dann abfahren. Genauso funktioniert es auch umgekehrt, da kommen wir gleich dazu. Hier seht ihr, den Knopf ist aktiviert, privat. Wenn ich den jetzt hier rüberschiebe, den Schalter, dann wird die Tour öffentlich. Dann kann halt jeder meine geplanten Touren oder genau diese geplante Tour sehen. In dem Fall lösche ich sie jetzt mal wieder. Sind Sie sicher? Ja, bin ich. So, hier seht ihr, wie gesagt, mein Profil. Das war die letzte Fahrt, die ich unternommen habe, ins heimische Ländle.
Waren 2 Stunden, 42 Kilometer. Hier die Durchschnittsgeschwindigkeit 18,6. Wie viel Meter bergauf, wie viel Meter bergab. Und dann halt hier die Fotos mit drin. Ich öffne das jetzt einfach mal hier. Dazu klickt man einfach in die Überschrift hinein. Ja, dann seht ihr die Highlights, die ich unterwegs besucht habe. Das ist einmal das Römerkastell, dann hier die Wildweiberhöhle und hier die Fotos, die ich unterwegs gemacht habe. Die lassen sich dann nach der Tour oder wenn ich die Tour am Schluss speichere, lassen die sich mit hochladen und die erscheinen dann auch auf der Karte genau da, wo ich sie gemacht habe. Ihr seht das hier. Wir sind hier im kleinen Mini-Format. Lassen sich dann natürlich auch großformatig öffnen. Hier seht ihr dann die ganze Tour im Überblick. Und hier dann die Daten zur Tour, die ich eben schon genannt habe, plus Höhenprofil und Geschwindigkeitsprofil. Dann lassen sich hier nochmal extra die Fotos öffnen und die sogenannten Highlights. Das sind dann irgendwelche besondere Sehenswürdigkeiten oder andere Dinge, wo ihr meint, das könnte ein Highlight sein, das ist für andere interessant, dann könnt ihr dies als Highlight ganz einfach hinzufügen. Ja, ich gehe nochmal zurück ins Profil. Ihr wisst noch, der Aufbau in der App ist ganz ähnlich. Hier wieder die Anzahl der Leute, denen ich folge, beziehungsweise die mir folgen. Dann ist das hier die Übersicht, das ist dann wieder diese Timeline, die ich schon erwähnt habe bei der Handy-App. Dann habt ihr hier eine kleine Beschreibung, die ihr ausfüllen könnt, wer ihr seid oder einen anderen Text. Ihr könnt eine URL einfügen, wenn ihr eine Homepage habt. Dann seht ihr hier die Statistik, die gefahrene Distanz insgesamt, die Zeit, die ihr gefahren seid und die Höhenmeter, die ihr bewältigt habt. Dann gibt es hier, wenn ihr auf euer Profilbild klickt, im Punkt Einstellungen. Da könnt ihr genau diese Informationen editieren. Ihr könnt ein anderes Foto hochladen. Ihr könnt die Sprache einstellen, die Einheiten vorgeben, Kilometer oder Meilen. Dann könnt ihr hier eure Lieblingssportart wählen. Da habe ich jetzt für mich Fahrrad und Mountainbike ausgewählt. Hier könnt ihr Benachrichtigungen einstellen, die ihr dann entweder per App oder per Mail bekommt. Wenn jemand einen Kommentar hinterlässt zu eurer Tour und so weiter und so fort, könnt ihr euch dann durchlesen. Ja, Newsletter könnt ihr aktivieren oder deaktivieren. Dann gibt es den Punkt Entdecken. Das ist diese Eröffnungsseite, wo ihr Vorschläge bekommt. Hier habe ich auch übrigens gelesen, je nachdem, wo man sich befindet, gibt es möglicherweise noch keine relevanten Inhalte. Deshalb kann das auch sein, dass es dann Inhalte oder dass dann Inhalte gezeigt werden, die räumlich etwas weiter entfernt sind. Und ganz hier unten seht ihr die Regionen, die ich freigeschaltet habe für mich. Das ist der Rhein-Lahn-Kreis, der Mittelrhein und der Radweg Deutsche Einheit. Den fand ich ganz interessant. Zeige ich vielleicht gleich auch nochmal. Ja, dann gibt es hier einen Punkt, also das war das Profil. Übersicht, Touren, geplant, gemacht. Genauso aufgebaut wie auch in der App. Dann die Highlights, die man selbst gespeichert hat oder die einem empfohlen werden. Dann gibt es den Punkt Verdienste. Das ist ähnlich wie im Punkt Community, wo wir jetzt hinkommen. Da gibt es den sogenannten Pioneers Club. Da könnt ihr Mitglied werden, wenn ihr, ja, ich weiß nicht, welche Voraussetzungen da gegeben sein müssen. Es ist aber wohl so, wenn viele Leute eure Touren verfolgen und liken und ihr da schwer unterwegs seid in der App, dann habt ihr die Möglichkeit, zu so einem Pioneer aufzusteigen. Das sieht man auch bei einigen, die haben dann hier so einen silbernen oder so einen goldenen Kreis um das Profilbild herum. Ja, wie gesagt, welche Voraussetzungen da erfüllt sein müssen, kann ich jetzt so gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber gut, dafür nutze ich es auch eigentlich nicht. Wie gesagt, ich zeichne meine Touren auf, lade ich hier hoch und damit hatte ich das auch für mich, damit ich auch so ein bisschen meine Fahrten halt dokumentiere einfach. Ja, ganz cool ist diese Funktion, importieren. Gibt es, glaube ich, noch nicht allzu lange. Mit der Möglichkeit, eine GPX-Datei zu importieren. Dabei ist ganz cool,
die Möglichkeit, mit Google Earth zum Beispiel eine Tour zu planen, indem ihr euch einfach in Google Earth einen Pfad zurechtzieht oder eine Strecke zurechtbaut, die ihr gerne fahren möchtet. Ihr die dann aus Google Earth heraus speichert als GPX und diese Datei könnt ihr wiederum in Komoot importieren. Das sieht dann so aus. Wir spielen das mal einfach durch. Dazu öffnen wir mal Google Earth einfach. Dauert gerade einen kleinen Moment. So, ich würde sagen, bleiben wir einfach wieder in Koblenz. So, ich würde sagen, wir starten einfach. Also wir wählen dann wieder dieses, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, so ein Fahrtwerkzeug aus. Starten am deutschen Eck und fahren einfach mal hier an der Altstadt entlang. Am Schloss vorbei. So, ich würde sagen, das reicht dann auch schon. Dann speichern wir das. Ich lasse jetzt einfach mal den Standardnamen stehen. So, und wenn man dann auf der rechten, mit der rechten Maustaste auf den gespeicherten Ort oder den gespeicherten Pfad geht, kann man den Ort speichern unter. Dann lässt sich hier den Ort als KMZ-Datei speichern. Gesagt, getan. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, es gibt ein Online-Tool oder man gibt einfach mal ein KMZ-Tool GPX. Konvertieren. Ich glaube, es war hier direkt der erste Eintrag. Genau, Upload File. Dann nehmt ihr einfach die Datei, die ihr aus Google Earth heraus gespeichert habt. Wo haben wir sie? Da ist sie. So, Convert to GPX Track. Wir klicken auf Convert. Und bekommen dann direkt die GPX-Datei zum Speichern. So, die haben wir jetzt auf unserem Rechner und die fügen wir jetzt hier ein. Jetzt gibt es bei Komoot die Möglichkeit, entweder die Tour zu importieren als Plan, das heißt, sie erscheint dann im Profil bei den geplanten Touren, oder ihr nehmt es als Alternative zur Aufzeichnung und sagt, okay, die Tour bin ich gefahren. Ihr habt vielleicht auch ein anderes GPS-Gerät, was GPX-Dateien aufzeichnet. Und ihr wollt diese Tour dann in Komoot darstellen, dann wählt ihr hier diese zweite Möglichkeit. Ich nehme jetzt einfach mal die erste zum Thema Planen. Wähle dann die GPX-Datei aus. Und dann seht ihr hier schon die Karte. Das ist genau die Strecke, die ich in Google Earth mir zurechtgezogen habe. So, jetzt kann ich dann hier wieder mir die Karte halt ansehen, kann die Tour ändern. Ich gebe jetzt einfach mal hier unten auf Tour planen. Dann öffnet er die nochmal groß in der Karte hier. Zeigt mir dann genauso, als hätte ich die Tour von vornherein in Komoot geplant. Auch die Info zur Strecke: 8 Minuten, 2 Kilometer, 10 Meter bergauf. Na gut, ist natürlich jetzt eine ganz Mini-Tour, aber zum Testen sollte das reichen. Er sagt mir dann auch hier: leichte Mountainbike-Tour für alle Fitnesslevel, technische Grundkenntnisse genügen. Damit wird er wohl recht haben. Dann in der Kartenansicht gibt es hier noch auf der rechten Seite die Werkzeuge an der Seite für rein und raus zu zoomen. Dann gibt es die Möglichkeit, verschiedene Maps zu nutzen. Das ist hier diese Standard Komoot Map, die ist voreingestellt. Dann gibt es die sogenannte Open Cycle Map. Das ist so eine spezielle Fahrradkarte wohl. Dann gibt es die Open Street Map, Google Roads und Google Satellite, diese Standard Google Maps oder Google Earth Ansicht. Die könnt ihr dann auch einfach unterlegen. Und dann seht ihr das Ganze nochmal ein bisschen besser oder ein bisschen detailreicher. Dann lassen sich hier unten noch Highlights einblenden. Die sind von vornherein eingeblendet. Wie gesagt, das sind diese roten Symbole. Dann lassen sich gespeicherte Orte einblenden. Ihr könnt Orte, wie gesagt, die ihr irgendwo entdeckt oder gerne speichern möchtet, für spätere Tourenplanungen könnt ihr einfach speichern.
Hier könnt ihr euch Essen und Trinken anzeigen lassen, Übernachtungsmöglichkeiten, Campingplätze, Bahnhöfe, Bushaltestellen, Parkplätze. Dann geht es noch weiter hier mit Kindern unterwegs. Das ist dann irgendwie, ich denke mal, das sind Spielplätze oder ähnliches. Seen werden dargestellt mit Symbol extra. Strände und Schwimmbäder, Sehenswürdigkeiten, Parks und Gipfel. Gut, Gipfel bei uns vielleicht nicht so, aber gut, den einen oder anderen Gipfel mag es auch hier geben. Ja, so viel zum Thema Routenplaner. Importieren habe ich auch gezeigt. Profil habe ich gezeigt. Community. Gehen wir einfach nochmal drauf, was wir da haben. Na gut, das ist dann diese klassische Timeline-Geschichte wieder. So, dann deine Regionen. Da habe ich jetzt noch nichts drin. Beitragen auch nichts. Das ist diese Geschichte mit diesem Pioneers Club. Wie gesagt, da kenne ich mich jetzt noch nicht so aus, was es da für Voraussetzungen gibt. Dann hier der Punkt Kaufen. Das ist das, was ich auch bei der App schon gesagt habe, dass es die Möglichkeit gibt, hier für euch zugeschnitten ein Regionenpaket herunterzuladen. Kostet dann 9 Euro die Region. Oder ein Regionenpaket, das ist etwas größer. Es gibt auch eine Einzelregion für 3,99 €. Das könnt ihr wählen, wie ihr das möchtet. Je nachdem, oder wenn ihr davon ausgeht, okay, ich werde überall mal ein bisschen rumfahren oder nehmt das Fahrrad auch mit in Urlaub ins Ausland, dann fahrt ihr, denke ich, ganz gut mit dem Komplettpaket für 29,99 €. Da habt ihr dann komplett die ganze Welt mit drin. Das ist eine einmalige Zahlung dann. Und dann ja, gibt es eigentlich keine Grenzen mehr, was das angeht. Ja, so viel zum Thema Komoot. Jetzt habt ihr alles gesehen. Sowohl die App als auch die Arbeit am PC ist dann doch noch etwas komfortabler am PC. Eines möchte ich aber noch sagen, und zwar, was mir negativ aufgefallen ist. Kann auch sein, dass es an meiner Internetverbindung liegt, aber ich habe gehört, das ist so ein allgemeines Problem, glaube ich. Zumindest momentan. Und zwar, wenn ihr 10 Fotos oder so mit hochladet am Ende der Tour, dann dauert der Upload relativ lange. Also da kann es schon mal 2, 3 Stunden dauern, bis die Tour vollständig hochgeladen ist und dann zur Verfügung steht für weitere Dinge, wie zum Beispiel für auf Facebook zu teilen, wie auch immer. Das ist halt nicht so angenehm, aber ansonsten finde ich die App cool. Gut gemacht, lässt sich leicht bedienen, hat bis jetzt auch draußen wunderbar funktioniert immer, hat nie den Geist aufgegeben, ist nie abgestürzt. So soll das sein. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Einblick geben in die Komoot-Geschichte. Wenn ihr wollt, probiert es aus. Vielleicht sieht man sich ja mal innerhalb der App. Und ja, bleibt mir nichts zu sagen, also bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann, bye bye.